Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist das neue Dishonored 2, gespielt auf der PlayStation 4 Pro. Kampagne, Tutorial, Optionen, Mitwirkende. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt in die Kampagne ein. Neues Spiel, Jana Logo, denn man hat hier die Möglichkeit, das Tutorial anscheinend zu wiederholen, wenn man mit dem Spiel nicht klarkommt. Und ich hatte zunächst das Tutorial gestartet, hab mir gedacht, warum beginnen wir aber nicht mit der Kampagne? Scheint aber das gleiche zu sein. Speicherblock 1. Nehmen wir doch den. Leicht, normal, schwer, sehr schwer für meine Ansprüche. Perfekt geeignet für Spieler, die sich mit First-Person-Action-Spielen auskennen. Oder hier leicht. Perfekt geeignet für jede Art von Let's Playern auf YouTube, weil die eh immer nicht raffen, wie ein Spiel funktioniert. Vermutlich hätte ich leicht nehmen sollen, ich weiß. Möchtest du das Tutorial starten? Achso, jetzt kommt das Tutorial auch. Ja, das möchte ich bitte starten, damit wir alle lernen, wie dieses Spiel auch funktionieren soll. Dunville, 1837 bis 1852. Als Emily Caldwin Herrscherin über das Inselreich hast du zahlreiche Feinde. Dein Vater ist Lord Corvo Artano, berüchtigter kaiserlicher Schutzherr und Meisterspion. Ob wir das ganze Spiel als Let's Play wirklich laufen lassen werden, oder ob ihr sagt, Mensch, mir reicht das, wenn wir mal reingeguckt haben, oder ob es im Livestream auf YouTube laufen soll, könnt ihr quasi mitentscheiden. Vielleicht könnt ihr das mal im Laufe des Gameplays unter das Video schreiben. Fortsetzen. Ja, na klar. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater nach der Seuche trainiert habe. Er sagte, irgendwann kämen unsere Feinde. Dunville, das Hafenviertel. Ziel aktualisiert, Agilitätstraining. Triff dich mit deinem Vater. Okay, da ist Corvo Artano. Die Klänge und Gerüche von Dunwall ändern sich nicht. Das ist meine Stadt. Welches Trainingsprogramm hat Vater wohl heute für mich? In Ordnung, Majestät. Zeig, was du kannst. Darunter durchrutschen. Kinderspiel. Und jetzt? Wo muss ich hin? Wieder zurück, oder was? Ich war viel zu schnell. Glaube ich. Du musst sprinten. Über das Hindernis hechten und rutschen. Okay. Hechten, rutschen. Ja. Ich war, glaube ich, schon zu schnell vorher, oder? Da war die Aufgabe ja noch gar nicht gestellt. Was jetzt? Klettern steht auf dem Programm. Und schwimmen. Verwende L, um dich im Wasser zu bewegen, L3, um schneller zu schwimmen. Und X, um aufzutauchen. Bisher alles ziemlich eingängig, ohne große Überraschungen. Oh no. Könnte ich doch nur jeden Tag laufen und springen. Mal sehen, wie schnell ich zu Fuß bin. Komm zu mir. Du hast gut aufgepasst. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Ich bin eine wunderbare Schülerin. Schleichen. Ich bin ein furchtbarer Schleicher. Direkt das vorweg. Drücke die Kreistaste oder B auf dem Xbox-Pad, falls ihr das an der Konsole spielt. Wie es am PC die Steuerung ist, weiß ich jetzt leider nicht. Um in den Schleichmodus zu wechseln, dich zu ducken und leise zu laufen. Du bist aber erheblich schlechter sichtbar. Bleib in Deckung und außer Sichtweite, um nicht entdeckt zu werden. Im Schleichmodus wirst du langsamer entdeckt, besonders wenn du
dich weiter weg befindest, dich übergegnet oder am Rande ihres Sichtfelds befindest, dich im Schatten bewegst, relevanter blablabla. Um Gegner abzulenken und wegzulocken, kannst du einen Gegenstand, etwa eine Flasche, werfen. Okay. Oh, guck mal, das ist ein Wal direkt. Wenn du es schaffst. Würge. Vater sagt immer, es ist wichtig, leise zu sein. Wahrnehmung. Wenn Gegner beginnen, dich zu bemerken, erscheint eine sich langsam füllende Wahrnehmungsanzeige. Bei einer vollen weißen Anzeige sucht der Gegner nach dir, ist die Anzeige rot, wurdest du entdeckt. Wer hätte das gedacht? Fuck. Nein, ja, du hast mich gesehen. Ohne, dass ich dich sehe. Okay. Was stand da gerade mit R1? Das habe ich nicht gesehen. Das war zu laut. Bin ich zu schnell oder was unterwegs gewesen? Also ich glaube, das ist schon ziemlich tricky hier zu schleichen. Ich bin ja dann mehr der Typ für Chaos. Bist du schnell genug mit dem Würgegriff? Wacht die Person später auf und geht nach Hause. Ich halte R1. Begib dich hinter den Feind. Hab ich doch. Und würge ihn bewusst. Ach, R1 ist die andere Taste. Oh, das tut mir jetzt leid. Das war jetzt meine PlayStation-Pad-Erfahrung. Ich habe einfach R2 gedrückt, weil ich dachte, R2 wäre R1. Ich mach's ein bisschen schneller diesmal. Geht doch ganz einfach. Oh, jetzt habe ich meinen Vater ins Wasser geworfen, oder? Oh Gott, ich habe ihn getötet. Das fand ich... Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich hätte ihn nicht umbringen dürfen, oder was? Jetzt bin ich gerutscht. Ich lerne noch. So, ich werde jetzt nur würgen. Was steht da? Und halte R1 gedrückt. Okay. Ich habe ihn beim ersten Mal getötet, oh mein Gott. Das ist mein Mädchen. Aus Versehen beim Training. Stiehl Corvus Schlüssel. Sehen, wie leise du bist, junge Dame. Geh in Deckung und versteck dich. Ich habe nichts gesehen. Ich mache nie Geräusche. Ich bin fucking lautlos. Okay, nach da soll ich fliehen oder was? Achso, ich habe den Schlüssel ja dabei. Okay, aufschließen. Öffnen. Reise wie ein Luchs auf der Jagd nach der Gazelle. Etwas übertrieben bei meinem Spielskill hier. Ich habe Dishonored 1 damals gespielt, aber auch nicht vollständig. Die Pistole lässt alle im Gebäude aufwachen. Deine Armbrust ist leise. Wofür ist das Metronom? Kann man auch irgendwie visieren oder was? Nee. Also noch mehr. War das jetzt okay oder was? Ganz ungewohnt, dass man nicht anvisieren konnte damit. Also du schießt direkt mit dem Trigger, mit dem man normalerweise anvisiert. Also mit L1. In diesem Falle. Zeit für weiteres Waffen- und Kampftraining. Ah nee, das ist L2, oder? Wir uns mal, ja? Ja. Okay. Noch einer. Und noch einer. Das ist meine Tochter. Boah, hab ich das voll gut drauf. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Okay, mach ich. Was? Achso, hier oben das, oder was? Blocke mit einer Klinge. Ja, ich wusste nicht, was Blocken ist. Du
Gut. Gut gemacht. Sehr gut. Aha, du hast okay. Einen natürlichen Kampfinstinkt. Naja, also. Mit richtigen Timing bringst du Gegner aus der Balance. Du bist schnell. Ich versuch's nochmal. Clever gemacht. Das hält selbst den niederträchtigsten Killer auf. Das Bewusstlose okay. Funktioniert auch im Kampf. Taumelt ein Feind? Okay. Cooles Feature. Taumelt ein Feind, kannst du einen tödlichen Gegenangriff landen. Okay, taumelt ein Feind. Setz den Todesschlag. Ich versuch ja. Wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Blocke mit einer Klinge. Aha. Es ist gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf. Corvo ist in etwa so faltig wie ich, oder? Passt ganz gut, wir beide zueinander. Ein langer Tag in Dunwall. Heute ist der Jahrestag des Todes von Kaiserin Jasmin Caldwin, die vor 15 Jahren ermordet wurde. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Zu diesem Anlass sind Besucher aus dem gesamten Inselreich zum Dunwall Tower gereist. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Tja, das kann ich auch nicht beantworten, die Frage. Vermutlich töten wir einfach alles, was sich bewegt. Das wäre meine Lösung für solche Probleme. Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexi. Öffnen Sie die Türen. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen, wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronenmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen.
Ich nehme mal Platz auf meinem Thron. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerconos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Cerconos. Indianische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerconos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation, dem neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr, wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Reiset Kaiserin Delilah. Erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Als Emily Caldwin spielen, Herrscherin des Kaiserreichs, der Insel, von ihrem Vater Corvo Atano in den Kunst des Schleichens und Kämpfens unterrichtet. Oder als Corvo Atano spielen, legendärer Schutzherr. Also jetzt beginnt es natürlich direkt schon, dass du hier auf eine derbe, böse... Ich würde sagen, zu mir passt besser Corvo, weil er halt der alte Mann ist, oder? Würdet ihr lieber die junge Emily sehen? Ich bin der alte Mann, glaube ich. Was würdet ihr wählen? Ihr könnt jetzt das Ganze... in die Videokommentare schreiben. Als Corvo Atano spielen, oh ja, oh mein Gott, oh ja, ja. Ich banne dich in kaltem Marmor. Nein! Corvo Atano, wie gut Sie doch für Ihr Alter aussehen. Und wie lang verschweigen Sie schon das Mal des Outsiders? Sicher eine köstliche Geschichte. Ich sperre ihn in die Gemächer der Kaiserin. Dann bringe ich ihn zum Gefängnis von Kovic. Was ein Hammer-Einstieg. Natürlich auch nur ein bisschen, wenn ihr das Spiel schon kennt. Kaum besser als betteln. Also Dishonored, die Reihe, meine ich. Corvo Atano, Sohn eines zerkonischen Kaufmanns. Hauptmann, waren das Schreie? Lord Corvo, was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Oh, die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Er hat das Schwert liegen lassen. Laut der Stadtwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin in den Gemächern ihrer Tochter. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und das soll einer von zwei Schlüsseln sein.
Was? Was ist geschehen? Alexei, der Thronsaal, Emily. Nichts, was ich alleine kann. Ich muss hier raus. Fliehe aus den kaiserlichen Gemächern. Ich muss sagen, man merkt sofort, dass man eigentlich Dishonored 1 gespielt haben sollte, oder ich will fast sagen, gespielt haben müsste, um das Ganze zu verstehen, was hier abgeht. Hoheit, es gab einen weiteren Mord und ich kann nicht länger schweigen. Seltsam, dass sich alle Opfer öffentlich gegen sie gewandt haben, nicht? Und wenn nicht seltsam, dann doch so praktisch. Haben Sie mir nichts zu sagen, Majestät? Wie soll ich Sie beraten, wenn Sie mich derart sensiblen Angelegenheiten nicht einweihen? Es scheint, als sei ich die Einzige in ganz Dunville, die nicht die Wahrheit über den Kronmeuchler kennt. Lassen Sie mich nicht außen vor. Ich verbleibe Ihre getreue Dienerin und Beraterin, Leonora Helmswater. Nun, da er der rechtmäßigen Kaiserin zum Thron verholfen hat, gewinne die Ramsays wieder Macht. Wollen wir das hier alles lesen? Ich würde eigentlich lieber ein bisschen spielen. Ich sack mal alles ein. Ich wette, Gronkh hat das im Livestream alles vorgelesen, oder? Nam, 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 nam. Hat er auch nam, 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 nam gemacht? Das weiß ich nicht. So, was gibt's hier? Aha. Ich dreh ihn einfach. Such mir einen Ort, um meine Wunden zu lecken. Muss mich sammeln. Okay, flieh ich echt durchs Fenster? Dunwall wird immer dann ungemütlich, sobald man es sich gemütlich macht. Soll ich einfach jetzt hier raus? Ich vermisse jetzt gerade so ein bisschen nach meinem Tutorial, sowas wie, wie ein weiteres Tutorial. Ich half Emily, einen Frosch aus dieser Uhr zu holen, als sie 11 war. Ich schwöre, ich krieg das wieder hin. Ich hol sie zurück. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Zerkonos. Okay, was haben wir davon, dass wir das wissen? Aufschließen kann ich noch nicht. Zerstörbare Türe. Aha. Also pauschal klingt mir doch eigentlich das Fenster für die beste Lösung, aber die würden mich doch nirgendwo einsperren, wo wirklich ein offenes Fenster ist, oder? Ich springe jetzt aus dem Fenster. Pause-Menü, noch keine Fähigkeiten oder sowas. Okay, springen hilft jetzt nichts. Wenn ich da runterspringe, bin ich doch tot, oder? Soll ich das versuchen? Was würdet ihr machen? Würdet ihr springen in dem Let's Play? Nein, im Leben nicht, oder? Nein, weil dann würde Corvo sterben und das wäre nicht gut. Und dann würde es wieder von vorne... Game over. Ah, da sieht das cool aus, oder? Das sieht so cool aus, jetzt ohne letzter Kontrollpunkt laden. Das könnte man sich glatt tätowieren lassen, oder? Geil. Sehr, sehr nettes Art Design. Hätte ich alles lesen müssen vielleicht, um zu wissen, was ich tun muss. Da merkt man ganz einfach, man sollte schon irgendwie ein bisschen in der Dishonored-Serie drin sein, oder? Fliehe aus den kaiserlichen Gemächern, habe ich gerade versucht. Sir, wie lange wird man Ramsay brauchen? Aha. Okay, dann müssen wir aber eben hier noch ganz schnell hier. Augenblick. Njam, 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 njam. Lesen, ja, habe ich schon vorgelesen. Nehme ich mit hier, ja. Weiß, wofür es gut ist. Das sollten Sie nicht vergessen. Aha. Na, war doch so einfach. Ungemütlich,
sobald man es sich gemütlich macht. Die kaiserlichen Gemächer. Ich habe einmal des Outsiders genommen. Aus mit der Zauberei. Schutzherr. Unfassbar. Ramsay ein Verräter? Geht es Lady Emily gut? Hier läuft ein Staatsstreich. Emily, sie wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus. Vielleicht durch Emilys Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag. Unten am Hafen hat sie gesucht. Fliehen Sie und helfen Sie Emily. Tut mir leid, Hauptmann Mayu. Leben Sie wohl. Ich hätte es noch ganz gut gefunden, hätte er jetzt gesagt, Yippie-Yo, Schweinebacke. Wisst ihr warum? Ja, oder? Hauptmann Mayu, Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen dem kaiserlichen Schutzherrn ausrichten, dass ich eine Nachricht für ihn habe, die ich ihm nur persönlich übergeben kann. Ich arbeite mit einem alten Freund zusammen, Anton Sokolov. Alle Schiffe sollen den Hafen verlassen, aber ich warte, solange ich kann. Bitten Sie Lord Corvo, mich hier zu treffen. Mein Schiff ist die Dreadful Whale. Tutorial lehnen. Lehne dich um Ecken, um die Lage auszusperren. Vollständiges Tutorial lernen. Das ist ja nett, man kann das hier drücken und dann kommt hier das ganze Tutorial. Wenn du Dreieck gedrückt hältst und L bewegst, kannst du in Deckung hinter Ecken hervorschauen. So kannst du die Lage erkunden, ohne von Gegnern gesehen zu werden. Ich für meinen Teil muss dann auf das PlayStation-Pad gucken, wo das Dreieck ist, aber ich lerne das noch. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Zerkonos. Tutorial. Gegner töten und überwältigen. Das haben wir eigentlich schon gelernt in unserem Tutorial, oder? R1 und R2. Mit R2 wirft man ihn da weg. Das habe ich ja auch gemacht beim Anspielen. Warum habe ich jetzt das Messer weggelegt? Ich habe irgendeine Taste gedrückt, das Messer weggelegt. Oh. Sehr unauffällig. Wo ist denn der jetzt? Nichts. Schlimmer. Ach, da hinten. Nichts. Ich will ihn nicht erwürgen. Ich will ihn einfach direkt abstechen, die Sau. Stirb halt einfach. Uah, Finisher. Nicht tragen, wirf ihn weg. Oder ich schlepp ihn mal beiseite. Irgendwo, dass er nicht gefunden wird. Kann ich ihn aus dem Fenster werfen? Augenblick. Oh mein Gott. Ich bin ein wahrer Meisterassassine, würde ich sagen. Und dann habe ich mir auch ein bisschen was von der Birne verdient, oder? Muss ich jetzt immer hier so um die Ecke gucken? Ich meine, jetzt, wo wir im Spiel drin sind, würde ich jetzt sagen, okay, das kann man natürlich jetzt auch spielen, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Aber gerade was im Vorfeld alles passiert ist, so diese ersten 15, 20 Minuten, wenn man das so gar nicht gespielt hat, ist man doch vermutlich verwirrt, oder? War jetzt ein bisschen laut, oder? Untreue Hunde. Ich klau die Kohle. Verdammt nochmal, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde passiert und wir sind jetzt erst richtig am Spielen, oder? Njam, 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 njam. Hashtag njam, njam. Jetzt in die Videokommentare. Nein, ihr könntet jetzt aber reinschreiben, was ihr davon haltet. Normalerweise schreiben so oder so immer alle, ja, wir wollen mehr sehen, wir wollen mehr sehen. Aber ich bin mal gespannt, echt, wie so das Feedback ist. Einmal zum Spiel. Wow. Wir sollten jetzt Zeit haben. Einmal zum Spiel. Und aber natürlich auch, töte Mortimer Ramsay. Falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre.
Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Neue Missionshinweise im Tagebuch lesen. Ich persönlich werde alles töten. Aber was ich vorhin meinte mit meiner Aussage, wäre, normalerweise sagt eh jeder, ja, spiel weiter, weil ihr habt ja die Möglichkeit, ja, wenn es halt gespielt ist, könnt ihr einfach gucken. Aber es kommt halt ganz einfach darauf an, wie viele Leute würden das überhaupt gucken, oder konzentriere ich mich doch weiterhin auf Skyrim. Eliminiere Mortimer Ramsay. Du kannst Mortimer Ramsay im Schutzraum einsperren, dort fände er auch Nahrung und Wasser. Ja, nee, ist klar. Alles wird anders. Ja. Die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramsays haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. So, gehen die anderen jetzt Ramsays da mal? Ramsays Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum er anderen die Schuld gibt, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsay ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Ich hatte den Eindruck, der geht hier rüber. Ah, da kommt er doch auch. Hey, was? Oh, ich wurde gesehen! Oder nee. Nehmt hier. Ich such da drüben. Oh, fuck. Ich sehe gar nichts. Noch nicht mal so, wenn ich hier so rausfluche. Wacht zu mir! Hey, wer ist das? Hier wird nicht diskutiert. Huah! Oh, ich bin fast tot, aber ich habe ihn ermordet. Tochter, Verräter. Mein Gott, das war jetzt der uncoolste Kill von allen. Und ich habe ihm den Ring wieder abgenommen. Ich werde dich nach Hause bringen, Emily. Ja, steck mal schön auf den Mittelfinger. Trophäe erhalten, das kaiserliche Siegel. Ich muss gestehen, das war jetzt der uncoolste Kill, den man sicherlich in einem Dishonored Let's Play sehen konnte. Sei es drum, anderen hatte ich gerade nicht parat. Kann man sehen, die reagieren halt relativ schnell. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich hinter diesem Gerümpel nicht sichtbar wäre. Gucken, ob wir wenigstens noch einen schönen Kill machen können. Ah ne, sind zwei. Uah. Oh, da werde ich jetzt auf jeden Fall sterben, meine Freunde. Mich mal um. Soll ich blocke? Ich versuche zu blocken. Oh, Doppelschlag. Ich habe einen getötet. Uah, noch ein Finish, Sam. Na, und dann denkt ihr mir, ich schaffe das nicht. Das hätte ich bei dem anderen gerade auch machen sollen. Dann wäre das ein viel coolerer Kill gewesen, ne? So, sei es drum, meine Freunde. Während ich mich hier durchprügle und einen nach dem anderen ermordere. bedanke ich mich dafür, dass ihr mir beim Ermorderen zuschaut. Das war's für heute mit einem ersten Blick in die Welt von Dishonored 2, welche uns direkt vor die Wahl gestellt hat, als wer wir spielen wollen. Ich habe mich für Corvo entschieden, ob das richtig war oder nicht, sagt uns bald das Licht. Bis zum nächsten Mal und haut rein! Das Schloss stammt von Sokolov. Emily ist nach der Seuche oft hier eingeschlafen.